All hail the power of Jesus David. Hallo und herzlich willkommen auf Minitechnet. Heute habe ich ein neues Netbook bei mir, nämlich der Asus EPC 901 mit Intel Atom Technologie. Dieser hat wie die beiden Vorgängermodelle EPC 900 und 900A ein 8,9 Zoll Bildschirm im Widescreen Format. Die Auflösung liegt bei 1024x600 Pixel. Die Bildschirmhelligkeit hat im Vergleich zu den Vorgängermodellen zwar zugenommen, liegt aber trotzdem immer noch weit unter dem Durchschnitt, in etwa bei 100 Lux rum. Wenn man bedenkt, dass der Durchschnitt bei 120 Lux liegt, kann man sich vorstellen, dass man mit dem EPC 901 nicht im Freien oder in der Nähe von sehr hellen Fenstern arbeiten kann, da man sonst den Inhalt nicht mehr gut sieht. Beim EPC 901 verwendet Asus zum ersten Mal, wie wir das nennen, das neue Glamour Design. Das heißt, die Kanten wurden deutlich abgerundet. Man sieht hier bei den Scharnieren sind hier verchromte Stellen und die Gehäuseoberfläche bzw. der Displaydeckel ist nun poliert und reflektiert. Wir müssen sagen, in der weißen Version sieht man auch nicht die Fingerabdrücke. Allerdings ist die Oberfläche deutlich kratzempfindlicher als wie bei den anderen Modellen. Bei der Tastatur ist Asus beim bisherigen Layout geblieben, das heißt, die Tastatur ist recht klein und für Vielschreiber und Personen mit großen Fingern nicht geeignet, da der Tastenabstand in etwa 16x14 mm beträgt. Allerdings kommen Frauen, Kinder und Schüler damit eher klar. Und für all diejenigen, die den EPC ohnehin nur als Zweitrechner sehen für den mobilen Einsatz, man gewöhnt sich daran und man kommt auch mit der kleinen Tastatur klar. Auf jeden Fall klappern die Tasten deutlich weniger als wie bei den Vorgängermodellen. Hier oben sieht man noch, gibt es Schnellstarttasten, zum Beispiel um den Bildschirm auszuschalten. Man kann hier die Auflösung erhöhen und hier gibt es noch Hotkeys, zum Beispiel für das Energiemanagement. Das Touchpad ist bündig mit der restlichen Oberfläche. Die Tasten sind nach vorne gezogen, sodass man sie auch von vorne anklicken kann. Das Coole daran ist natürlich, dass das Touchpad wieder multitouchfähig ist. Das heißt, mit zwei Fingern, die sich auf und runter bewegen, kann ich durch Webseiten und Dokumente einfacher scrollen. Und wenn ich die Finger über die Diagonalen in entgegengesetzter Richtung bewege, dann kann ich zum Beispiel in Bilder hineinzoomen oder hinauszoomen. Dieses Feature ist wirklich sehr komfortabel und sollte eigentlich in jedem Rechner dabei sein. Der EPC 901 ist mit der neuen Intel Atom Technologie ausgestattet. Das heißt, im Inneren gibt es einen stromsparenden Prozessor, der nur 2 bis 3 Watt verbraucht und somit eine lange Akkulaufzeit von bis zu 8 Stunden ermöglicht. Allerdings nur im Mittelmodus und das bei niedrigster Helligkeit. Hier oben gibt es noch eine Webcam für Videokonferenzen, hier unten 2 Stereo-Mikrofone. Somit steht nichts im Wege, auch qualitativ hochwertige Gespräche über das Internet zu führen. Von den Anschlüssen her ist der EPC 901 nach wie vor nicht wirklich gut ausgestattet. Man sieht, hier gibt es einen LAN-Port, einen USB, die Audioschnittstellen und auf dieser Seite ein SD-Karten-Lesegerät, das man auch verwenden sollte, falls man den Speicher erweitern möchte. Hier gibt es 2 weitere USB-Schnittstellen und den VGA-Ausgang. Wenn wir sehen, auf der Rückseite macht Asus den Zugang zu den einzelnen Komponenten recht einfach. Hier gibt es 1 GB Arbeitsspeicher, der bereits eingebaut ist. Das WLAN-Modul unterstützt bereits den neuen Draft-N-Standard mit 300 Mbit pro Sekunde. Und hier gibt es noch die SSD-Flashdisk mit insgesamt 16 GB. 4 GB sind bereits auf der Platine aufgelötet und somit verfügt der EPC über insgesamt 20 GB. Auf den 4 GB, die aufgelötet sind, ist übrigens Windows XP installiert. Diese 16 GB dienen für eigene Dateien. Im Internet kursieren im Übrigen auch schon Module mit bis zu 32 und 64 GB, die man hier einbauen könnte. Interessant ist allerdings, dass Asus hier eine besondere Aussparung integriert hat, die genau eine 1,8 Zoll Festplatte fassen kann. Das heißt, wer sich die Mühe macht, das
SSD-Module auszubauen, eine 1,8 Zoll Festplatte zu kaufen, kann die zum Beispiel mit dem mitgelieferten Flachbandkabel an diesem kleinen Pinstecker hier drinnen anschließen und hätte somit eine wirkliche, vollständige Festplatte im EPC drinnen. Der neue EPC 901 überzeugt durch das überarbeitete Design mit glänzender Oberfläche und durch die Intel-Atom-Technologie und den großen Akku hält dieses Netbook fast 8 Stunden und überbrückt somit einen ganzen Arbeitstag. Den vollständigen Testbericht sehen Sie in Kürze auf der Website www.minitechnet.de. Auf Wiedersehen!